Luftpolster haben wir. 210. Entlüftet ist, Luftpolster haben wir. Dann, genau. Vorspannhülse als erstes. Achtung, das tut immer ein bisschen spritzen. Klack, Feder hinterher. So, Feder. Alter, mein Lederkombi kommt halt. Scheiße! Geil! Oh, fuck! Ist er das? Ja! Ist er das? Danke! Bitte schön! Und ciao! Tschüss! Nein, Moment, du musst wieder arbeiten! Ich war nicht zusammengegangen! Mein Lederkombi ist geil! Scheiße! Alter, ich hab vorhin mein Walkie-Talkie verloren! Ich hab keinen Platz, ich hab keinen Platz mehr! Aber. Ich kann es nicht erwarten. Ich bin so nervös. Hallo Matthias, Renngrip. Hallo Matthias, hiermit senden wir dir deinen Shimoto Airbag Kombi zu. Bitte probiere den Kombi an und gib mir dein Feedback. Wie wohl du dich fühlst, bitte lese dir außerdem die Anleitung für den Airbag durch. Bei Fragen jeglicher Art kannst du mich gerne anrufen. Danke, Fabian. Was ist das? Hybrid Technology. Das ist. Das ist Airbag. Oh Gott, das ist kompliziert. Okay, ich fahre ohne Airbag. Na, Spaß beiseite. Aber ich habe keinen Nerv dafür jetzt. Ich muss irgendwie rausschauen. Aha, Hülle zum Schützen, zum Schutz. Aha, noch ein bisschen Platzmangel da. Oh, Alter. Alter. Im Jamarblau. Alter, schaut der geil aus. Alter, ist der geil, oder? Was meinst du? Schaut echt geil aus, oder? Scheiße. Stefan, schau mal her! Richtig geil. Hinten die Startnummer drauf, Name, High Energy, Renngrip. Das ist ja blau. Ja. Vorne Yard. Ja. Yard ist drauf, Insta 360 ist drauf, Beyond ist drauf, Ridelink ist drauf, Diopati ist drauf, Blaupunkt ist drauf. Und hier auf der Seite X-Lite, Daytona, Superbike Tech Suspension, also ich selber. Richtig cool. So, dann würde ich sagen, schlupfe ich einmal rein. Schau, hoffentlich passt das überhaupt. Das Maßgefertigt, schau mal, was. Steht sogar mein Name drin. Matthias Meinl, März 2022. Das ist cool, weil, falls ihr mir hops geht, dann wissen sie, wer ich weiß. Was? Du lachst. Aber, naja, Gewicht. Ja, Gewicht ist okay. Wie gewohnt eigentlich. So, das allererste Mal. Schlupfe. Ist offen? Nein, ist zu. Also ungefaked, unretuschiert. Ich muss noch nicht aufmachen. Und alles aufs erste Mal. Das ist nichts für die Kamera, weil die kann man ein bisschen. Das ist alles für die Kamera. Nichts vorbereitet. Da muss ich auch noch mal. Rückenbedeckung. Zwickt noch ein bisschen, wie das halt so ist. Ich muss mal sauber reinschwitzen, glaube ich. Oh. Oh. Warte mal, weiß noch nicht. Noch habe ich nicht zu. Oh ja, der passt. Merke ich gleich. Das ist ein Mord. Alter. Ja, da ist ein Aussprung für die Daytona-Stiefel, dass der Innenschuh da quasi reinkommt. Das ist ein bisschen breiter. Aber wie schlank das hier ausschaut, oder? Schau, wie schlank das?
Schau, ist lang geht. Boah, da hat der Setting sein. Was? Ist gut, oder? Oh, und der, wie der riecht, Leute. Der Geruch. Oh. Der hat echt Platz, ne? Richtig Platz. Ich denke, dass es knackig ausschaut, aber ich habe trotzdem eigentlich wirklich Platz. Aber da war jetzt nur einer drin, weil wir kriegen noch einen zweiten, oder? Der wird wahrscheinlich nachkommen, als Reserve einen zweiten, wenn ich mir auf die Nase fallen sollte. Weil die ganzen Logos, das ist alles geklebt oder gedruckt, oder wie? Hier auch in der Perforierung quasi drinnen. Ja, das ist halt echt cool. Der Vorteil, Nachteil ist, du kannst halt nicht austauschen. Das heißt, wenn ich stürze, dann stürze ich halt, ne? Und dann... Wow! Oh, der fühlt sich so... Muss man anfassen? Hm? Oh ja. Geil, oder? Das ist wie ein Latexanzug. Ja, und ich bin jetzt keine 2 Minuten drin und passt schon wirklich sehr gut. Protektoren sind auch ganz schön dick hier. Die Ellbogenschleife von der Positionierung. Naja, wir sind ein bisschen weit oben. Müssen wir schauen, wie sich das ausgeht. Da ist jetzt ein Airbag-System. Das ist quasi über GPS oder so. Da muss man, vielleicht lest du die da mal ein. Ich glaube, du bist da besser wie ich. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ich nehme den Schlauch da hinten nicht her, weil das gefällt mir nicht so. Den tue ich raus. Den nutze ich nicht, weil das vergesse ich da hinten anzustecken. Also mein Alter hat es ja da gehabt. Da geht es ja noch, da siehst du es ja. Aber da hinten, da ist USB. Was ist das? Christoph, das ist was, das ist was für dich. Lesen und Schreiben, das sind so Sachen, die kann der Christoph viel besser als ich. Ich bin besser im Motorradfahren. Ja, aber der passt wirklich gut. Also, der ist wirklich unglaublich. Ein neuer Kombi, innerhalb zack, und man sieht, ich habe keinen Schweiß auf der Stirn. Ne? Weil oft, wenn manche einen neuen Kombi anziehen, dann haben sie sofort so puff, Explosion, Schweißexplosion, also richtig am Arsch. Nach 5 Minuten anproben, hey, ich fahr nicht mehr. Und ich kann dann sofort so aufs Fahrrad gehen. Ne? Also, easy. Geil! Schreibt es ins Video unten in die Kommentare rein, ob euch der Kombi gefällt. Wir haben den machen lassen von Renngrip und das ist ein Chimoto. Also Renngrip hat mir den Kombi gefertigt, also bestellt, weil sie sind Vertretung für Chimoto. Der Fabian hat den vermessen, hat er wirklich gut gemacht, er passt 1:1. Chimoto hat den dann produziert, eigenhändig, Handfertigung in Italien. Und man merkt, dass das passt einfach wirklich wie angegossen. Und wenn ihr auch gerne so einen Kombi haben wollt, dann schaut am besten bei Renngrip vorbei. Also, danke fürs Zuschauen, gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Es gibt viele Videos hier auf dem Kanal rund ums Thema Motorradrennsport. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also, ciao. Juhu. Ich muss in den Spiegel schauen. Ich hab das selber noch nicht gesehen. Wo ist der Spiegel? Komm, ich hab den Spiegel. Lala. Alter, ist der geil.